Tja, jetzt muss ich ein bisschen nachholen, weil bei unserem Nadelspiel-Adventskalender, bei unserem Häkeldeckchen, da kann ich ja immer ein bisschen vorarbeiten. Da habe ich auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Aber bei meinem Geburtstags-Adventskalender darf ich das natürlich nicht. Dann darf ich natürlich immer jeden Tag nur das nächste Türchen aufmachen. Wenn ich dann aber aufgrund widriger Umstände dann nicht rechtzeitig zum Öffnen meines Türchens komme, dann gerate ich ins Hintertreffen. So passiert. Also kriegt er heute erst mit Verspätung den 12. Dezember. Und was versteckt sich? Muskatnuss. Ah, ein Erdäpfelpüree ohne Muskatnuss, das ist wie ein Fisch ohne Schuppen. Steckbrief für Muskatnuss. Der wissenschaftliche Name für die Muskatnuss ist Myristica fragrans. Als Herkunftsländer werden in der Literatur Asien, Südamerika und Afrika genannt. Das sind natürlich Kontinente. Obwohl die Muskatnuss im Namen die Bezeichnung Nuss trägt, ist sie eigentlich keine Nuss, sondern der Kern einer gelblichen, der Aprikose ähnelnden Frucht bzw. Beere, die in den Herkunftsländern roh verspeist wird. Da habe ich jetzt wieder was gelernt, das wusste ich überhaupt nicht. Der Kern ist von einem Fruchtmantel umhüllt, der getrocknet als Gewürz mit dem Namen Muskatblüte angeboten wird. Der Muskatbaum ist ein immergrüner, bis zu 20 Meter hoch wachsender Baum. Er ist zweihäusig, das heißt weibliche und männliche Blüten befinden sich getrennt auf verschiedenen Pflanzen. Erst mit 8 Jahren trägt der Baum zum ersten Mal Früchte und mit ca. 15 Jahren erreicht er seinen Früchtezenit. In früheren Zeiten war die Muskatnuss sehr teuer. Im Mittelalter kostete eine Nuss so viel wie eine halbe Kuh. Später wurden Kriege ihretwegen geführt, zum Beispiel im 17. Jahrhundert zwischen Holland und Portugal, aus dem die Holländer als Sieger hervorgingen und fortan den Preis diktierten. Die normale Bevölkerung konnte sich dieses Gewürz nicht leisten. Dies hat sich heutzutage Gott sei Dank geändert. Sie ist als Gewürz erschwinglich und weit verbreitet. Denkt man an Kartoffelstampf, so riecht man doch schon die Muskatnote, oder? Sagte ich doch. In Kartoffelbrei, bestimmten Soßen, Cremesuppen und anderen Kartoffelgerichten sowie Spinat darf ein Hauch von Muskat nicht fehlen. Sie hat eine menstruationsfördernde Eigenschaft, wusste ich auch nicht. Daher sollten Schwangere auf den Genuss verzichten. Auch wird ihr eine schwach halluzinogene Wirkung nachgesagt, die zwar nicht zu einem Rauschgefühl führt, dennoch zu Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Wahrnehmungsstörungen führen kann. Daher sollte man dieses Gewürz auch nur als Gewürznote verwenden und nicht als Hauptbestandteil des Gerichts. Ich glaube, auf die Idee ist eh noch niemand gekommen. Hoffe ich. In der Naturheilkunde wird sie zur Stärkung des Verdauungstraktes und des Herzens eingesetzt. Sie soll entkrampfend bei Blähungen wirken. Das ätherische Öl der Muskatnuss soll durchblutungsfördernd, kräftigend, desinfizierend und entzündungshemmend wirken. Auch Hildegard von Bingen nutzte die Muskatnuss zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit. Und hier gibt es ein Rezept für eine cremige Zucchinisuppe. Die werde ich doch bald nachkochen, das ich wieder auf die Webseite stellen werde. Zum 12. Dezember ein kleines Gedicht von E. Bergner. Die Rehe, die Hasen, die schlafen im Wald. Der Frost ächzt im Baum und die Winde wehen kalt. Im Garten vorm Haus ist das Tor zugeschneit. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Die Äpfel, die Nüsse, die stehen auf dem Tisch. Die Mutter bäckt Knusperle, zuckrig und frisch. Im Ofen, da prasselt ein saftiges Scheit. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit.